Hallo meine Lieben. Ja, ich drehe Oracle The Secret, das heißt das Geheimnis. Ja, hier ist das Buch. Ja. Hier geht es um Job, um Liebe, um diese Person und egal was du hier besetzt. Ja. Und, oder es geht um dich, wie du willst. Ja. Und hier Zukunft. Okay. Dann legen wir mal los. Was ist auf dem Arbeitsplatz los für diesen Mensch? Ja, danke schön. Yes. Und Sache Liebe. Liebe. Was verbirgt dieser Mensch für Geheimnisse? Ne? Was ist bei ihm Privatbereich? Bei ihm los? In der Zukunft. Du machst für den Liebebereich speziell noch diese Karte hier. Dankeschön. Die Karten springen ja heute. Yes. So, also wenn ich mehr Karte brauche, dann die Nacht der Wahrheit. Ja. Die Nacht der Wahrheit, der Sirene. So. Okay, meine Lieben. Also, du kannst mit jemandem besetzt, wie du willst, ja. Bruder, Schwester, Vater, Mutter, egal. Oder für dich selbst, ja. Aber das ist, es geht um Geheimnisse. Was bringt dieser Mensch, was ist bei ihm los im Arbeitsbereich, Berufsbereich? Liebebereich, Zukunft und über ihn. Ja, über diesen Mensch, was bei ihm los. Ja? Okay, dann beginnen wir. Arbeit. Also, bei der Arbeit, der Anker, es kommt Erfolgserlebnisse, wenn dieser Mensch im Privatbereich etwas von zu Hause aus macht. Ja? Und es kommt Erfolg und Stabilität oder verschiedene Szenarien, ja. Oder es kommt auch Stabilität, oder man braucht ein Umfeld, eine Basis, ja, um Erfolg zu haben auf der Arbeitsplatz, ja. Die Sterne ist auch 16, ja. Es kommt sehr intuitiv, ja, Klarheit über ein, kann auch einen Nebenjob repräsentieren oder einen Job, ja, die auf dich zukommt, ja. Und diese Ideen, die dir zufließt, das kommt in der Nacht, ja. Achte auf Träume, ja. Und das kann dich ein Zeichen, achte auf Zeichen, auf Träume, das kann dir in der Nacht beim Schlafen zutreffen, ja, zufliegen, ja. Es hat mit Job zu tun, ja. Oder das, was ich schon erklärt habe, von zu Hause aus träumst du davon, einen Nebenjob zu machen oder einen Nebenjob anzufangen, ja? So oder so, ja? In Sache Liebe, was hast du hier? Sache Liebe, ja, es kommt, ja, Gefühle, ja, dieser Mensch oder jemand hat sehr tiefe Gefühle zu jemandem, es kann auch eine Seelenpartnerschaft betreffen, die Fische, ja, das ist Nummer 34. Es kann auch ein Mensch repräsentieren, ja, kommt positive Veränderung in der Liebe oder sogar eine Schwangerschaft, ja.
die stark repräsentieren für mich auch Schwangerschaft kommt, ja, stark 17, Veränderung, ja, kann auch Frühling bis zum nächsten Frühling repräsentieren, ja, diese Seelenpartnerschaft, ja, und diese Gefühle, ja, diese tiefe Gefühle in der Liebe, es ist vorhanden, ja, oder jemand, der eine karmische Partnerschaft hat, ja, und man wünscht sich Nachwuchs, ja, kann dieser Mensch repräsentieren oder jemand anderes, der mit diesem Menschen in der Liebe verbunden ist, ja, und man hat den Wunsch wegen Schwangerschaft, Nachwuchs, und es kann zum Ereignis kommen, es kann klappen, ja, in Frühlingsmonat hinein, nächstes Jahr, okay, Anfangsjahr, Frühlingszeit, okay, und kann auch an den Szenarien sein in der Liebe, das mit Finanz verbunden ist, ja, man macht sich Sorgen um Finanz, ja, wenn man eine Familie gründet, ja, wenn Kinderwunsch da sind, ja, man achtet sehr auf Geld, ja, kann auch repräsentieren, verschiedene Szenarien, ja, und die Liebeskarten von den Engels, ja, sagen, abwarten, ja, mit dieser hier, abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen, ja, das kann bis zum Frühling nächstes Jahr 2019 kommen, okay? Das ist in der Liebe los bei diesem Mensch. Was ist denn bei ihm los selber? Okay. Irgendeine Situation, ja, in diesem Menschen sein Leben, ja, 19, ja, hat mit vielleicht Behörde zu tun, Amt, ja, etwas zu erledigen, ja, Dokumente, okay, und es hat auch mit Finanz zu tun, man macht sich Sorgen, ja, und es schlägt auf die Emotionen, ja, weil der Mond ist eine Emotionkarte, Gefühle, ja, 32, ja, und man spürt, dass man etwas kommt auf einen zu, von Behörde, Amt, etwas zu erledigen, egal was ist, ja. Man hat hier zu tun in seinem Privatleben, ja. Und es schlägt auf das Gemüt, ja. Emotionen, ja. Man nimmt es zu emotional, ja. Vor allem, wenn ein Mensch ist mit Temperament. Genau. Oder kann Amts repräsentieren, dass dieser Mensch, ja, sich sehr isoliert selbst, ja, in Rückzug ist, nicht viel nach draußen geht, ja, viel zu Hause sitzt, ja, und das ist gar nicht gut für die Stimmung, ja, das ist nicht gut für die Stimmung, 32. Ja, das tut dich nicht gut, ja, kann auch repräsentieren, dass dieser Mensch Stimmungsschwankungen hat, weil sich so sehr zu Hause abschirmt von der Öffentlichkeit, kann auch repräsentieren, ja, aber hier nehme ich zwei Karten, ja, hier nehme ich zwei Karten. Diese Situation, das können wir besser deuten, ja. Das ist, ja. Also etwas ist, dieser Mensch ist in Durchbruch, ein Turm kann auch Durchbruch repräsentieren, ja. Oder Rückzug, Isolation, das, was ich gemerkt habe, ja, bei der Deutung vorher, das bestätigt mir diese Karte. Zweimal Turm, ja, Durchbruch in eine Sache. Sie macht sich viel Gedanken, ja, es geht auf die seelische Ebene, sie macht sich viel
es schlägt auf ihr Gemüt, ja, da, okay. Ja, die Karten wiederholen sich, ja, das ist. Das ist wirklich das, was ich meinte. Hoppla. L'amica. Also. Jemand wird dich unterstützend zur Seite stehen. Ja? Dieser Mensch braucht hier keine Sorgen machen. Ja? Nicht traurig sein. Ja? Vertraue, dass jemand dir eine Hand reicht, ja? Vertrauensverhältnis. Vertraue jemand in deine Umgebung, l'amica, eine Freundin, eine Vertraute, die dich dabei unterstützt, diese Hürden hier, ja? Oder die dich unterstützt mit Amt, Behörde, etwas zu erledigen, papiermäßig, dokumentemäßig, etwas zu erledigen, ja? In diesem Bereich, ja? Und es kommt Durchbruch. Ja? Oder eine nahestehende Person, die du vertraust, ja? Ein Freundschaftskreisel, jemand, der dir zu nahe steht, ob Familienmitglieder sind oder vom Freundschaftskreisel, das kann ich dich nicht sagen. Ja? Aber jemand steht dir zur Seite, ja? die dich wieder unterstützt, mehr teilnehmen, sie dich nicht isolieren, kann auch bedeuten, mehr im Leben teilnehmen, so möchte ich sagen, ja, dass du aus dieser melancholischen Stimmung weggehst, ja, du wirst unterstützt, okay, egal was da ist, ob es so ist, ob es so ist, du wirst Unterstützung bekommen, also dieser Mensch da, okay, und was ist in Zukunft, in Zukunft kommt, dass du dich viel mehr stärkst, ja, viel mehr stark bist, ja, Kraft hast in Zukunft, ja. Was passiert? Glück, glückliche Zeiten kommt auf dich zu. Vielleicht nach dieser Phase hier, die du dich befindest, kommt in Zukunft mehr glücklich sein, mehr fröhlich sein. Du hast wieder Kraft, weiterzumachen, okay? Sehr positive Ausgang in Zukunft. Wenn du hier, ja, vielleicht bist du traurig, ja, weil im Job bei diesem Mensch läuft ja perfekt, super, bravo, ja. Kann sein, dass dieser Mensch so melancholisch Stimmungsschwankungen hat, traurig ist, ja, die Stimmung ist im Keller, wegen einem Kinderwunsch, die sie noch nicht, ja, kann auch bedeuten, ja, dass sie mich noch nicht erfüllt hat, ja, wegen finanziellen Gründen, ja, wegen dieser Sachen hier, die zu erledigen ist. Aber die Karten sagen, abwarten, im Frühling kommt das auf dich zu oder das kommt die Zukunft auf dich zu und es wird dich glücklich machen. Du wirst wieder Kraft tanken, du wirst wieder Kraft haben, mutig vorwärts gehen in Zukunft. Okay? So, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe alle Szenarien euch gesagt, ja? Und ich nehme noch eine, ich habe den Impuls, noch eine letzte Karte zu nehmen. Engelsbotschaft für diese Person hier, ja? Eine Botschaft für dich. Was wollen die Engels dich noch sagen? Engels, bitte eine Karte. Und zum Schluss von dieser, das Geheimnis, ja, das Buch Königin der Luft. Was wollen die Engel dir noch sagen? Ich zeige mal diese Karte. Königin der Luft, unabhängig, erfahren, realistisch, geistreich, objektive Entscheidungsfindung. Alles wird entsorgt, was nicht mehr dienlich ist. Den Humor in einer Situation sehen. Genau das da, was in diesem Menschenleben passiert hier. Du willst Unterstützung bekommen. So oder so, oder so Szenarien, die so Szenarien, egal was da ist, es kommt den Humor in einer Situation sehen. Es kommt wieder bessere Zeiten auf dich zu. Glaube daran, vertraue und überstürze nichts in Familienplanung. Okay? So, meine Lieben, das war Orakel, das Geheimnis, The Secret.
Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Prometheus. Bye.